Servus aus Oberpfalz. Ich bin gerade in Rackersdorf unterwegs, im Braunkohlerevier und wollte jetzt halt bei den Charlottenhofer Weiher ein paar Vögel beobachten. Bloß war da nichts und dank dem Schneebruch jetzt die Woche ist eh scheiße anzufahren in irgendwelche Gebiete, weil halt ja, war halt keiner fährt. Das ist halt ein bisschen, ja, kannst du halt gehen. Der Schnee ist ja recht datschert und jetzt bin ich da beim Knappensee und schaue mich da bloß ein bisschen um, so dass sich das halt auch gelohnt hat, dass ich da war. Ja, und den zeige ich jetzt einmal. Der sitzt da gleich davon. Da geht ja so ein fetter Leerpfad um, hast du ja gerade gesehen, auf den Schütteln. Also ist interessant zum daherfahren. Da kann man da so umgehen. Haben glaube ich 4 Kilometer. Wenn du da bei Geotop 99 packst, bist du gleich da an dem See. Das ist so nicht jetzt so ein naturbelassener See, aber der ist jetzt nicht so ein Zeich wie am Steinberger See oder halt am Murnersee. Der ist halt so ohne Befahrung, ja, weil es jetzt keiner mit dem Boot oder so. Ja. Ja, und jetzt schaue ich da halt einmal ans Ufer. Wenn du das nicht kennst, solltest du das einmal anschauen. Das ist echt, ja, schön. So. Da vorne sind 4 Schwäne. 1, 2, 3, 4. Und halt so auch keiner da. Da ist eine Silberreihe gelandet. Ja, ich weiß schon, jetzt für die Tieraufnahmen hätte ich mir andere Kamera gebraucht, aber drauf geschissen, hey, musst echt selber herfahren. Ich zeige dir das halt jetzt im Weitwinkel, ja. Der sieht mich gar nicht durch. Das ist der erste Reiher, der binsenblind ist, ja. Also. Ich filme normal meine Vlogs in 4K und rechne es dann auf Full HD oben. Weil ich es in 4K nicht auflade, ja, weil es sinnlos ist. Aber die Bildqualität bei der Aufnahme ist halt eine bessere, weil wenn ich das nur in HD filme. Und ja, jetzt will ich das selber mal auschecken, weil mir das so redet. Und nehme das halt in HD auf. Ob du jetzt einen Unterschied siehst, weiß ich nicht. Oder ich mache halt einmal auschecken dann, gell? Ha! War jetzt dabei noch voll dagegen geredet, hey, leck Arsch! Ja, und da, super, hey. Und da vorne ist jetzt dann die Quellen oder da oben oder was zu sie, wo der herkommt. Ja, so gehen wir da den, oder ich, halt den Bach. Den ockerfarbenen Bach. Und schauen wir noch der Fiere. Dann hast du noch eine andere Ansicht von dem Knappensee. So knapp wie der, so knapp ist ja gar nicht der See, das ist auch ein Riesensee. Gibt halt da schöne Weihgebiete im Oberpfälzer Seenland und gibt halt solche, was halt, ja, was halt nicht hin sollst, weil das so Vogelbrutgebiete haben und ja, aber zum Ausgleich gibt es halt dann solche, weil dann halt auch so schönes Wegerl umgeht und ein paar so Tafeln Dinge. Und wenn man schön parken kann und kann die Seele baumeln. Ja, zumal an so einem wieder. Weil ich bin ja gerne allein unterwegs. Also ich will nicht, dass ich da alle 10 Meter aneinander triff. Und da kannst du jetzt auch schön mit dem Fernglas schauen. Das ist die gleiche Tafel nochmal. Das ist die Silberreihe, weil da gelandet ist. Siehst du eh nicht, aber ich zeig's dir trotzdem. Die 4 Schwäne und auf der anderen Seite sind auch noch Schwäne gewesen. Das ist ein relativ junger Wald, ja.
Und das war alles das Braunkohleabbaugebiet. Da waren halt wahrscheinlich einmal die ganzen Bagger und wie das halt ausgeschaut hat. Und ja, also da müsstest du halt die Infotafeln lesen. Und das siehst halt, dass das alles so, ja, keine Ahnung. Und da hat irgendwas über Land gerustet. Scheinbar auch verwirrt sein. Ja, weil ich wüsste jetzt nichts, was die sonst macht. Ah, verwirrt sein. Eichelhöhe habe ich gerade gesehen. Und jetzt, wenn es dann wieder in den Frühling reingeht, hört man da auch, also ist hier am Knappensee oder aber im Oberpfälzer Seenland, halt den Kuckuck rufen. Ist aber schön. Da habe ich auch mal einen fotografiert. Kann ich da jetzt nicht einblenden, weil den ich nicht finde. Aber ja, da bin ich auch so gegangen und dann hat sich der Kuckuck da hingesetzt. Direkt oben mir, weil er mich nicht gesehen hat. Bin ja quasi so getarnt allebei. Und ja, ein schönes Foto mache ich. Dann sieht man das. Vielleicht kannst du es lesen, vielleicht auch nicht. Wenn nicht, vorher und lese in der Realität. So, jetzt schaue ich mich noch da rein. Also ich und du halt im Internet. Und dann glaube ich, langt es schon. Dass der wegen ein. Ach Gott, nochmal. Dass du einen kleinen Einblick gekriegt hast in den See. Hat irgendwer so ein Meisenknäderl hergehängt, das ist ja lieblich so ungefähr, aber jetzt hängt das da und fällt da rein und dann hast du überall den Plastik. Wenn man sowas in der Natur befestigt, sollte man sich halt auch darum kümmern, ja, und das halt vielleicht wiederholen. Mal so als Idee, weil da kann sich alles Mögliche verfangen. Ich nehme das jetzt dann mit, ja, also brauchst du nicht mehr herfahren, sollst du das jetzt sehen. Ja, und falls du wieder irgendwelche Meisenknädeln irgendwo hängst, dann holt das an. Ja, und die anderen Schwäne, drei haben sie. Naja, okay, wie auch immer. Also das war jetzt einmal ein kurzer Einblick aus dem knappen See. Ich könnte jetzt so mitgehen, aber pff. Warum? Ja, ich wünsche dir dann einen schönen Tag, einen schönen Abend, wann auch immer und bis zum nächsten Mal. Ja, yeah, vielleicht aus dem Seengebiet bei einem ganz anderen See und einmal ein bisschen mehr und mit Tiere. Ja, also dann, ciao.